Willkommen zurück zur BGB Arti-Reihe und wie versprochen werden wir uns heute dem minderjährigen Recht und der beschränkten Geschäftsfähigkeit widmen. Wir werden dieses ganze Thema jetzt innerhalb von einem Video zusammen durcharbeiten. Hat einfach den Grund, dass ich gerne euch einen Gesamtüberblick verschaffen möchte, damit ihr wirklich seht, was ihr alles prüfen müsst und worauf es im minderjährigen Recht ankommt. Schauen wir uns zunächst mal den Paragraph 106 BGB zusammen an. Bitte alle mal zusammen jetzt aufschlagen. Und ich lese vor, ein Minderjähriger, der das siebte Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der Paragraphen 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. Sprich, das ist so der Einführungsparagraph zur beschränkten Geschäftsfähigkeit und der sagt uns eigentlich erstmal nur, dass Menschen, in dem Falle Kinder, zwischen 7 und 18 Jahren beschränkt geschäftsfähig sind. Was der Paragraph 106 BGB nicht sagt, ist, was es jetzt mit der beschränkten Geschäftsfähigkeit auf sich hat, sprich, was sind jetzt quasi die Folgen, die Rechtsfolgen dieser beschränkten Geschäftsfähigkeit. Das finden wir in Paragraph 107 BGB noch, den lese ich vor. Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Heißt also, der beschränkt Geschäftsfähige, hier der Minderjährige, der braucht, wenn er ein Rechtsgeschäft abschließen möchte durch Abgabe einer Willenserklärung, braucht er die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Gesetzlicher Vertreter, wie wir bereits kennengelernt haben, sind logischerweise die Eltern oder zumindest ein Elternteil des Kindes. Aber der Paragraph 107 BGB, der sagt uns auch, dass es eine Ausnahme zu dieser Einwilligung gibt. Und bevor wir jetzt gucken, ob eine Einwilligung vorliegt, schauen wir uns an, ob diese Ausnahme vorliegt, nämlich die Ausnahme des lediglich rechtlichen Vorteils. Das ist so, ja, so ein klassischer Begriff im minderjährigen Recht, der lediglich rechtliche Vorteil. Das wird immer und immer wieder fallen. Und da sollten bei euch immer schon mal die Alarmglocken läuten, wenn ihr diesen Begriff hört. Doch was ist denn jetzt diese Ausnahme? Also wann braucht der Minderjährige, sprich der beschränkt Geschäftsfähige, wann braucht er die Einwilligung der Eltern nicht? Der lediglich rechtliche Vorteil ist in manchen Fällen in der Literatur und der Rechtsprechung etwas umstritten, aber es hat sich jetzt in den letzten Jahren eine herrschende Meinung herauskristallisiert, die besagt, dass ein lediglich rechtlicher Vorteil dann für den Minderjährigen vorliegt, wenn unmittelbar durch das Rechtsgeschäft keine Pflichten für den Minderjährigen entstehen und vorhandene Rechte des Minderjährigen nicht aufgehoben werden. Sprich, der Minderjährige darf durch das Rechtsgeschäft oder durch die Willenserklärung, die er abgibt, damit das Rechtsgeschäft zustande kommt, darf er quasi keine Pflichten eingehen oder sonstige Rechte, die er bereits hatte, dürfen auch nicht aufgehoben werden. Ein Beispiel hierzu. Autohändler A verkauft dem Minderjährigen Mike M. ein Auto zum Preis von 8.000 Euro. Lediglich rechtlicher Vorteil oder kein lediglich rechtlicher Vorteil? Naja, es handelt sich ja hier um einen Kaufvertrag, sprich A und M schließen einen Kaufvertrag und der M verpflichtet sich dann dazu, nach § 433 Absatz 2 BGB, dass er dem A den Kaufpreis für das Auto zahlt. Das wären in diesem Falle 8.000 Euro. Sprich, hier hätten wir eine Verpflichtung durch den M und somit keinen lediglich rechtlichen Vorteil. Achso, eine kurze Anmerkung noch, bevor wir zum nächsten Beispiel kommen. Es ist so, dass Geldsummen, also es ging ja jetzt hier um 8.000 Euro, es spielt hierbei keine Rolle, wie hoch dieser Betrag ist. Dieser lediglich rechtliche Vorteil ist nicht in wirtschaftlicher Art und Weise zu verstehen, sondern so, dass keine Pflichten an sich entstehen dürfen. Heißt also, dass selbst wenn der M jetzt hier Kirschlutscher zum Preis von 30 Cent gekauft hätte, wäre er trotzdem eine Verpflichtung eingegangen, nämlich dass er diese 30 Cent nach § 433 Absatz 2 BGB zahlen muss. Somit ist es so, dass wir auch bei Kleinstbeträgen von einem Nachteil sprechen können, da eben diese Verpflichtung eingegangen wird. Das nochmal ganz, ganz kurz dazu am Rande. Dann das zweite Beispiel. Die minderjährige Maria M. leiht sich ein Fahrrad bei Fahrradhändler F.
Dieses Fahrrad soll sie am nächsten Tag wieder zurückbringen. Hier haben wir keinen Kaufvertrag, sondern eine Leihe, sprich für uns eigentlich normalerweise im BGB-AT nun gar nicht relevant, aber es soll trotzdem euch verdeutlichen, dass es auch Rechtsgeschäfte gibt, bei denen erstmal so gar nicht ersichtlich ist, dass irgendwelche Verpflichtungen bestehen. Denn hier, naja, würde man sich eigentlich denken, okay, die leiht sich das Fahrrad, das war's, aber es besteht ja trotzdem die Verpflichtung, dass die M, und das wurde ja vereinbart, dass die M am nächsten Tag das Fahrrad zurückbringen soll. Sprich, wir haben auch hier eine Verpflichtung, die M hier eingeht. Dementsprechend hätten wir ja auch hier keinen lediglich rechtlichen Vorteil, sondern einen Nachteil für die M, welcher sich aus dem Leihvertrag nach § 598 BGB ergibt. Und ein drittes Beispiel noch. Paul P. schenkt dem minderjährigen M ein neues Playmobil-Traumhaus im Wert von 95 Euro. Fragezeichen, lediglich rechtlicher Vorteil, Fragezeichen. Und auch hier muss man ganz klar sagen, oder was heißt auch noch hier, wir haben ja hier einen Schenkungsvertrag, ja, Satz falsch begonnen, wir haben hier einen Schenkungsvertrag nach § 516 BGB und bei Schenkungsverträgen, wie wir wissen sollten, ist es ja so, dass es ein einseitiges Rechtsgeschäft ist, sprich ein einseitig verpflichtendes Rechtsgeschäft und der M, der ist ja hier der Beschenkte, das heißt, er bekommt etwas von P, nämlich dieses Playmobil Traumhaus und der M geht ja hier keine Verpflichtung an. Das heißt, er bekommt es geschenkt und muss dazu eigentlich quasi nichts machen, außer das Haus entgegennehmen, also das Playmobil-Haus entgegennehmen. Dementsprechend wäre dieses Geschäft für ihn vorteilhaft, da er, wie gesagt, keine Verpflichtung eingeht und nichts tun muss. Das wäre ein klassischer Fall eines lediglich rechtlichen Vorteils. Und das ist regelmäßig bei Schenkungen so der Fall, außer es gibt noch irgendwelche Nebenbestimmungen, dass das Geschenk bei, weiß ich nicht, wenn jetzt vereinbart wurde, dass das Geschenk zurückgegeben werden muss, wenn XYZ eintritt. Das wäre zum Beispiel auch ein Nachteil, logischerweise. Ja. Was können wir uns jetzt nun merken bei diesem lediglich rechtlichen Vorteil? Wir können uns merken, dass gegenseitige Verträge, sprich Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag, Arbeitsvertrag, aber auch einseitige Verträge, wie zum Beispiel Auftrag oder Leihe, für den beschränkt Geschäftsfähigen grundsätzlich stets nachteilhaft sind. Nur der Schenkungsvertrag ist für den Minderjährigen grundsätzlich erst einmal rechtlich vorteilhaft und das halt auch nicht in allen Fällen, wie bereits gesagt, wenn irgendwelche Bedingungen noch gestellt werden beim Schenkungsvertrag, dann ist auch das unter Umständen ein Nachteil. Das Gesagte gilt hier übrigens nicht nur für Verpflichtungsgeschäfte, welche wir bereits gerade besprochen haben, sondern auch für Verfügungsgeschäfte, bei denen der Minderjährige unter Umständen Eigentum oder Besitz übertragen muss. Und auch hier muss man sagen, wenn er selber Eigentum oder Besitz übertragen soll, dann ist es für ihn logischerweise nachteilhaft, weil er dadurch Rechte verliert. Wenn ihm ein anderer etwas gibt oder etwas schenkt, dann haben wir auch hier die Eigentums- und Besitzübertragung auf den Minderjährigen, das ist für ihn auch rechtlich vorteilhaft. Hier muss man auch aufpassen, wenn zum Beispiel ein ganzes Haus übertragen wird, also ein richtiges Haus im Wert von mehreren hunderttausend Euro, dann ist es natürlich trotzdem fraglich, ob hier nicht irgendwelche Pflichten für den Minderjährigen entstehen, aber das ist für uns im BGB-AT erst einmal unrelevant. Es gibt an dieser Stelle auch Rechtsgeschäfte, welche wir als neutrale Rechtsgeschäfte ansehen müssen. Und diese neutralen Rechtsgeschäfte entstehen vor allem dann, wenn der Minderjährige als Stellvertreter zum Beispiel für einen anderen auftritt. Also quasi, wenn er ein Geschäft für wen anders abschließt und das Geschäft dann nicht für den Minderjährigen zustande kommt, sondern eben für den Vertretenen und den Vertragspartner. An dieser Stelle würden wir von einem neutralen Geschäft für den Minderjährigen sprechen, da es weder für ihn vorteilhaft noch nachteilhaft ist. An dieser Stelle ist auch zu beachten, dass, wenn der Vertreter minderjährig ist, er nicht als Vertreter ohne Vertretungsmacht quasi handeln kann und auch da keine Rechtsfolgen greifen. Das ergibt sich aus § 179 Satz 3 Satz 2 BGB. Ich lese vor, der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat. Das war's zum lediglich rechtlichen Vorteil. Sollten wir an dieser Stelle jetzt nun festgestellt haben, dass ein solcher rechtlicher Vorteil vorliegt, zum Beispiel durch einen Schenkungsvertrag, dann wäre die Prüfung hier für uns beendet. Und
Das Rechtsgeschäft wäre an dieser Stelle wirksam und auch zustande gekommen und der Anspruch wäre entstanden. Ja, sollten keine weiteren Unwirksamkeitsgründe eingreifen, zum Beispiel Formmangel oder was weiß ich, oder Sittenwidrigkeit oder eine Anfechtung, die noch durchgehen könnte. Das ist jetzt mal vorausgesetzt, dass das nicht vorliegt. Wenn wir aber feststellen, und das werden wir in den allermeisten Fällen feststellen, dass ein rechtlicher Nachteil für den Minderjährigen vorliegt, dann müssen wir nun schauen, ob nach § 107 BGB eine ausdrückliche Einwilligung der Eltern vorlag für das Rechtsgeschäft. Und wenn auch diese nicht vorlag, diese ausdrückliche Einwilligung, dann gibt es weitere Ausnahmefälle, bei denen wir annehmen können, dass eine solche Einwilligung vorlag, nämlich eine konkludente Einwilligung. Konkludente Einwilligung gibt es auch in für uns in drei wichtigen Fällen. Das ist zum einen erst einmal der § 110 BGB, nämlich der sogenannte Taschengeldparagraf. Haben wir bereits alle schon mal gehört, Taschengeldparagraf, das ist so einer der Jura-Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. Der § 110 BGB, ich lese vor. Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihn zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind. Heißt also für uns konkret, wenn die Eltern oder ein Elternteil dem Kind Taschengeld gibt oder Geld überlässt für irgendetwas, dann ist es so, dass wir hier eine konkludente Einwilligung der Eltern dazu haben, dass das Kind sich etwas kauft. Ja? Hierbei ist zu beachten, dass das Kind etwas kaufen muss, wovon die Eltern auch ausgehen. Sprich, wenn sich das Kind jetzt zum Beispiel Süßigkeiten kauft, dann sind die Eltern davon ausgegangen, wenn sich das Kind jetzt zum Beispiel ein Pornoheft kauft, dann wird es dann schon fraglicher, ob die Eltern hierfür auch ihre Zustimmung gegeben haben. Ein kurzes Beispiel. Der kleine Emil E., 8 Jahre alt, bekommt von seiner Mama M. wöchentlich 5 Euro überlassen als Taschengeld. Von diesem Geld kauft sich der Emil immer Süßigkeiten am Kiosk des K. Das ist so das klassische Beispiel von Taschengeld. Ja, die Mama gibt dem kleinen Sohn 5 Euro für Süßigkeiten und der E. kauft sich dann daraufhin auch Süßigkeiten. Und wenn wir jetzt das Ganze prüfen würden, würden wir erst einmal feststellen, okay, der E., der ist nach § 106 BGB beschränkt geschäftsfähig, da er erst 8 Jahre alt ist. Ein deliktrechtlicher Vorteil nach § 107 BGB lag hier nicht vor, da der E. sich hier bei Kaufvertrag nach § 433 BGB dazu verpflichtet, den Kaufpreis zu entrichten für die Süßigkeit. Ich muss noch ganz kurz einen Schluck trinken, Moment. So, Entschuldigung dafür. Eine ausdrückliche Einwilligung der Eltern des E lag hier nicht vor nach § 107 BGB, aber unter Umständen lag hier eine konkludente Einwilligung vor nach § 110 BGB. Und das können wir hier auch festhalten, denn die M hat hier dem E eben 5 Euro wöchentlich überlassen und das konnte der E hier quasi nach freiem Belieben ausgeben. Er hat es eben für Süßigkeiten ausgegeben. Dementsprechend hätten wir hier die konkludente Einwilligung und der Kaufvertrag hier zwischen E und K wäre hier wirksam zustande gekommen. Das wäre ein kurzes, kleines Beispiel, völlig unproblematisch. Aber Achtung! Es gibt auch bestimmte Situationen und Verträge, bei denen der Minderjährige ein Geschäft zwar mit seinem Taschengeld abschließt, aber welches nicht vom § 110 BGB gedeckt ist. Das sind insbesondere folgende Geschäfte: Ratenverträge, Mobilfunkverträge, sprich Handyverträge oder auch Zeitschriften- oder Aboverträge. Heißt für uns also konkret, bei solchen Verträgen und gerade bei Ratenverträgen ist es ja so, dass sich der Minderjährige für eine unbestimmte Zeit quasi verpflichtet, Raten zu bezahlen, um diese Sache, die er gekauft hat, eben abzubezahlen. Und natürlich wollte der Gesetzgeber mit der Schaffung des § 110 BGB nicht dafür sorgen, dass minderjährige Ratenverträge eingehen, sondern der Gesetzgeber wollte den Minderjährigen davor schützen, dass eben solche langfristigen Verträge geschlossen werden und dass sich Minderjährige nicht schon mit 14, 15, 16 quasi verschulden
und eventuell Schufa-Einträge bekommen. Dementsprechend greifen eben diese Ausnahmefälle logischerweise nicht ein beim § 110 BGB. Dann müssen wir das Ganze ableben. Auch wenn der Minderjährige sich diese Sachen locker leisten könnte. Sprich, wenn der Minderjährige zum Beispiel 1.000 Euro monatlich bekommt als Taschengeld, was utopisch ist, aber mal angenommen, dann kann er sich trotzdem jetzt nicht irgendwie einen Ratenvertrag andrehen lassen für einen Fernseher oder sowas, wo er monatlich 300 Euro zahlen muss. Das geht trotzdem nicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Sollte jetzt nun auch dieser § 110 BGB, dieser Taschengeldparagraf, nicht eingreifen, als Ausnahme gibt es auch noch zwei weitere Ausnahmen, welche für uns jetzt nicht von so ganz großer Relevanz sind, aber welche ich hier trotzdem erwähnen möchte. Das ist zum einen der § 112 BGB. Das ist dann, wenn der Minderjährige zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts von seinen Eltern ermächtigt wurde und in diesem Bereich tätig wird und Rechtsgeschäfte schließen möchte. Sprich, er hat ja quasi die Einwilligung der Eltern bekommen, dass er eben einen selbstständigen Betrieb führen darf. In Klammern, hierfür muss halt das Familiengericht zustimmen. Deshalb ist das Ganze für uns sowieso in der BGB-Artikelklausur völlig unrelevant, weil mit dem Familiengericht haben wir erstmal nichts zu tun. Das ist Familienrecht. Wie gesagt, bereits gesagt, das ist eine Ausnahme, die wir aber in der BGB-Artikelklausur nicht antreffen werden. Und § 113 BGB, wenn der Minderjährige dazu berechtigt ist, in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis einzutreten und in diesen Bereichen eben Rechtsgeschäfte tätigt, auch dann, da eben die Einwilligung für das Arbeits- und Dienstverhältnis der Eltern vorlag, darf er auch hier quasi dann weiterhin ohne Einwilligung der Eltern dann eben diese Rechtsgeschäfte schließen, da eben die vorjährige Einwilligung da war. Aber das sind Fälle, welche wir in der Klausur nicht brauchen werden zu 99,9%. Trotzdem solltet ihr diese beiden Paragraphen kennen. Spätestens im mündlichen Staatsexamen oder dann eben beim schriftlichen Staatsexamen solltet ihr diese beiden Paragraphen definitiv auf jeden Fall kennen. Doch was ist denn jetzt nun, wenn keiner dieser oben beschriebenen Ausnahmefälle eingreift? Sprich, wenn wir keinen lediglich rechtlichen Vorteil haben, wenn die Eltern ausdrücklich nicht eingewilligt haben, wenn die Eltern auch konkludent nicht eingewilligt haben durch Taschengeld oder durch 112, 113 BGB, was ist denn dann? Also was passiert dann mit dem Rechtsgeschäft? Und zwar greift dann hier der § 108 BGB und das Rechtsgeschäft ist, Achtung, schwebend unwirksam. Da haben wir wieder dieses Wort schwebend unwirksam. Schwebend unwirksam bedeutet, dass das Rechtsgeschäft in diesem Stadium der schwebenden Unwirksamkeit quasi immer noch zu Fall gebracht werden kann oder auch genehmigt werden kann. Das ist diese schwebende Unwirksamkeit. Und ich lese den § 108 Absatz 1 BGB kurz vor. Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab. Heißt also konkret, wenn der Minderjährige ein Rechtsgeschäft abschließt ohne Einwilligung seiner Eltern, können diese auch noch nachträglich genehmigen. Ja? Die können nachträglich für das Rechtsgeschäft genehmigen und hier bitte unterscheiden zwischen Einwilligung und Genehmigung. Einwilligung wird immer vorher erteilt, also quasi vor Abschluss des Rechtsgeschäfts, und die Genehmigung wird immer nach der Erteilung oder nach der Schließung des Rechtsgeschäfts erteilt. Ganz, ganz wichtige Unterscheidung für uns. Sollte der Elternteil nichts von dem Rechtsgeschäft wissen, dann kann grundsätzlich der Vertragspartner auch die Elternteile anschreiben oder dem Bescheid geben und sie fragen, ob sie das Rechtsgeschäft ermächtigen nach § 108 Absatz 2 Satz 1 BGB. Und die Eltern können dann innerhalb von 2 Wochen sagen, ob sie das Rechtsgeschäft genehmigen möchten oder ob sie es nicht genehmigen möchten. Wenn sie nichts sagen, also sprich, wenn sie schweigen, dann gilt das Schweigen als Verweigerung der Genehmigung. Und das Rechtsgeschäft kommt logischerweise nicht zustande. Sprich, sie müssen tatsächlich ausdrücklich diesem Rechtsgeschäft dann zustimmen bei der Genehmigung. Das war es jetzt im Grunde zum Minderjährigenrecht. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie ihr das Ganze prüfen sollt. Also ihr solltet als allererstes erstmal feststellen, dass ein beschränkt Geschäftsfähiger handelt nach § 106 BGB, sprich jemand, der zwischen 7 und 18 Jahren alt ist. Als zweiten Schritt solltet ihr dann schauen, im § 107 BGB, ob ein lediglich rechtlicher Vorteil vorliegt. Wenn dieser nicht vorliegt, kommt ihr dann zur ausdrücklichen Einwilligung der Eltern. Wenn auch diese nicht vorliegt, schaut ihr, ob eine konkludente Einwilligung vorliegt. Die konkludente Einwilligung erfolgt dann entweder über
den Paragraph 110 BGB über den Taschengeldparagraph oder eben über 112, 113, welche sehr unrealistisch sind. Und wenn auch das nicht vorliegt, dann kommen wir eben ja, in Anführungszeichen als Rechtsfolge dann eben zum Paragraph 108 BGB, welcher uns dann sagt, dass auch eine Genehmigung nachträglich möglich ist und dass das Rechtsgeschäft bis dahin schwebend unwirksam ist. Und wenn auch die Eltern das Geschäft auch nicht genehmigen oder schweigen und nichts sagen und zwei Wochen verstreichen nach Aufforderung des Vertragspartners, dann gilt das Rechtsgeschäft eben als nicht zustande gekommen und als unwirksam. Das war so dieses ganze Konstrukt quasi, ja, des minderjährigen Rechts. Und wie ihr seht, ist das Ganze wirklich ja, schon relativ simpel und sollte euch nicht vor allzu große Probleme stellen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann weitermachen werden mit der Wirksamkeit von Verträgen, unter anderem mit dem Formmangel und der Sittenwidrigkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paragraph 31.